don't you know when the wind don't blow, the red dead sun burning up our homes. Da höre ich einen Kojoten. Leuchtet einiges. Ja, da stehen Rehe. Oh, Himbeeren. Ansatz mit X. Oder sind noch mehr? Da sind noch mehr. Mal hier so ein bisschen. Könnten aber mal stehen bleiben, die blöden Viecher, dann hätte ich es ein bisschen einfacher. Jetzt nichts wie hinterher. Verliere ich's. Der war nämlich nicht sauber getroffen. Den habe ich sauber getroffen. Aber sowas von. Ein Gabelbock. Komm her, Freundchen. Zapp. Alter, was ein Vieh. Weiblicher amerikanischer Gabelbock. So, und jetzt müssen wir zum Lager. Pferdchen. Könntest du mal. Da kommt er.
Ja, du bist ein braves Pferdchen. Naja, ich muss mal den dicken Bock hier drauflegen. Okay, Girl. Alter, der ist fast so groß wie mein Pferd. Yep. Oh, hier rennen Gubbels rum. Da habe ich doch einen erlebt. Erlegt, meine ich, erlebt. Wo ist er denn jetzt hin? Da rennt er. Haben wir da jetzt noch abgeschossen? Haben wir hier? Vogel? Ach, hier, so ein Gubbel. Ja, prima. Perfekt. Können wir den jetzt auch noch mitnehmen? Nee. Da jetzt eingesteckt von dem Vieh. Ja, den will ich doch gar nicht mitnehmen. Ich will doch den anderen. Jetzt aber mein Pferd hier voll bepackt, mein lieber Scholli. Ja. Who's there? Ich bin's, Javier. Arthur, dumbass. You're back. Dumbass. So, sind die jetzt hier fertig mit Feiern? Wahrscheinlich nicht, ja? Halt, Pferd anbinden. So, erstmal den Gabelbock. Gucken, ob wir ihn loswerden. Stopp. Alter, was ein Riesenvieh. Den hab ich erlegt. Bin richtig stolz. Oh, dear. This is gonna be a long day. Ah ja, ich kann ihn spenden. You know, these hides and furs can also be done up into coats and boots and such. Beyond my skills, but there's a trapper that travels around these parts, Canadian feller, Skill Tanner. He can make just about anything. You should drop in on Fleisch him sometime. Könnten wir eigentlich. Okay, I'll keep my eye out for him. Hopefully, this will help a bit. Just in time, Mr. Morgan. Fine, but make sure you get a good price for it. Hier. Tierfett. Well, it's better than nothing, Pearson. Glaubliches Fischfilet. Behalten wir mal abgehangenes Wildfleisch. Halten wir auch zum Unterwegsessen. Truthahn-Kadaver gut. So. Very good. We were getting low. Gabelstock-Kadaver schlecht. Good. We really needed this. Das klingt doch gut. Also Essen haben wir jetzt schon mal einiges. Das ist jetzt im weißen Bereich. Good job, Mr. Morgan.
So, was haben wir hier jetzt? Warte mal, ich muss da oben das alles im weißen Bereich halten, habe ich so das Gefühl. Wie mache ich das? Mache ich denn das hier bei dem Wagen? Das ist doch die Arznei hier, oder? Warte mal, doch, was war das? Das war nur Untersuchung, das war die Fotografie. Oh, help, I don't feel just dreadful. Kann ich denn den Krempel hier verbessern? Hey there! Was denn? Oh! So, der wird gerade zubereitet. Ja, Pearson. Ich sehe den immer nur am Zubereiten, aber nie am Machen. Dass man den auch mal essen kann. So, wir werden jetzt mal ganz kurz uns ins Lagerfeuer gesellen. Und, uns mal vom Jagen ausruhen. Kann ich jetzt hier, weggehen? Hier kann ich nicht kochen, oder was? Oder ausruhen, Lagerfeuer. Eingießen Kaffee. Oh, das ist gut. Wo ist denn der? Da. Nochmal einen Kaffee. Oh. Lecker, lecker. Alles klar. Haben wir mal ein Käffchen getrunken. Wo war denn das jetzt mit dem Puma? Wo hatte ich denn den hingelegt jetzt? Habe ich schon wieder vergessen. Hier hinten war das irgendwo. Ob der noch liegt und ob ich den jetzt auch spenden kann. Nee, der ist natürlich auch weg jetzt. Ihr wollt mich echt vergackeiern, oder? Oh Mann, ey. Gut, dann würde ich sagen, wir kümmern uns um den nächsten Auftrag. Und ich weiß auch schon was. Wir werden mal unsere Ex-Marie besuchen. Dein Pferd folgt dir nicht, wenn du im Lager bist. Und auf den Tanz. Come on, ja, komm her, auf. Das heißt, das war doch irgendwie nördlich von Valentine, da oben, genau. Da reiten wir jetzt mal hin zu Mary. Good girl. Ganz am Anfang habe ich noch gesagt, diese
Die Welt, die strotzt vor lauter Leben. Aber wehe, du hast einen Bogen in der Hand. Da ist auf einmal kein Leben mehr da. So typisch, ey. Oh, der Zug ist wieder da. Kann ich dazwischen durchhüpfen? Ja, ist ja gut. Wir müssten auch nochmal, wir haben ja gesagt, wir wollen mal in der Zahnarztpraxis da gucken. Da gibt's was abzustauben. Sitzen, fällt mir gerade ein. Was ist denn da unten schon wieder los? Just show some respect next time. We've run far worse than you out of town before. Ah ja, mein Gott, jetzt regt sich nicht so auf. Alles gut. Man wird hier wohl nochmal prügeln dürfen hier. So, hier ist das Saloon. Wo ist denn eigentlich der Zahnarzt? Der Zahnarzt war doch früher immer der Barbier. Das war doch so. Da ist, glaube ich, die Arztpraxis, oder? Pack einfach mal mein Pferdchen hier und dann gucken wir mal. Pferd anbinden. This is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. Well, I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that until I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Tracks delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, das ist doch mal ein Deal. What is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. And poisoning folks with his miracle cure from here to Ansburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck. Na klar, das machen wir doch glatt. Das machen wir auf jeden Fall. We need him alive. That's an important point. Alive, I got it. Jaha. So, hier ist der Doktor. Morning. Morning. Easy. Ja, alles gut. Nix, alles gut. Aber ich glaube, wir sollten bei Nacht hierher kommen. Wenn ich dem jetzt hier... Ja, jetzt hier einmarschiere. Ja, ich sehe zu. Wir gehen trotzdem mal bei dem in den Laden gucken. Okay.
wir sie so hat. Howdy, partner. First time? Snake oil. You have no idea the trouble I had to go through to get that. If you're gonna want to stay sharp, I should have a stock available. Look in my catalog. Sure, what you got? Arzneien. Okay, davon will er nix. Jetzt gucken wir mal bei ihm. Ah, let's see what you got. Tonika, Stimulantien, Pferdepflege. Brauchen wir eigentlich im Moment erstmal nichts von. Well, it's there if you want to look again. Well, try you next time. So, hier ist der Saloon und der Barbershop. Mal da drüben, Weaponsmith. Oh, steht mitten auf der Gas. Hier ist der General Store, hier können wir die Felle verkaufen. Alter, reißen wir einfach mal die Tür ein. So, verkaufen. Sure, I'm always willing to stack up. Zigarren können wir ihm verkaufen. Don't really need it, but why not? Ja, why not? Wo sind denn jetzt die Felle, bitte? Die habe ich doch nicht gespendet. Komisch. Der will überhaupt gar nichts haben. Naja, gut, komm. Dann suchen wir mal diesen Wunderheiler und fangen den mal ein. Da gab es in Red Dead Redemption 1 ja richtig Asche für. Für diese Kopfgeldjagd. So, hier unten soll er sich irgendwo aufhalten. Da hinten ist er doch. Darüber. Mister. Damn fool. Oh no, you don't. Mein Lieber, was ist los hier? Jesus! Auch wenn du nicht der bist, der du sein sollst.
Untie me, you little shit. Nö. Bevor ich dich gehen lasse, lieber erstmal noch, ob es noch jemand anders hier gibt. Hier hoch. Da oben steht noch ein Pferd. Vielleicht ist das auch seins. Können wir nochmal gucken gehen. Und mit der Strömung ist ja krass. Alter. Willst du mal an Land schwimmen? Danke. What we got here? You Benedict Albright? Oh, sir? Huh. Kinda look like him. And I was told he'd be up here. No, not me, sir. It's because I wanna buy some medicine. And I heard good things. I'll pay in gold. If you could help me find him, it's just my mother's real sick. Oh, well, if that's the case, if it's for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know, a medical man. Mm-hmm. Finest medicine in the state. Mm-hmm. Game's over, mister. Put your hands up. I'm taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. There's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Mm-hmm. Folks get real angry for no good reason. This is a mistake. Lebens. Keep your hands Arthur. Up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be. Der fällt doch da jetzt runter. Hold on. I'm slipping. Shit. Du Eierkopf. Alter. Komm hoch jetzt. Oh, you saved me. Now come on, buddy. Let's make this easy. What, you're taking me in? It's just for questioning. Oh, you saved my life. Ain't we had enough drama? I'd be better off jumping. They expressly told me not to kill you. What? Oh, this is about you. Don't jump. Or what? You can't shoot me, huh? Please. I'll take my chance. Come here. Bye, friend. Alter. Really do not